Und willkommen zurück zu Metroid Prime. Und ja, jetzt doch wieder auf dem Weg zur Pendranischen Eiswüste. Denn ich habe da mal so eine Kleinigkeit offscreen ausgetestet. Und ja, es klappt, was ich anfangs geplant hatte, doch. Und wir müssen dafür nur eine Kleinigkeit auslassen. Aber das sollte ja eigentlich nicht das Problemchen werden. Denn wir können es ja auf dem Rückweg dann wieder ganz leicht holen. Und ich habe mir da schon so eine kleine Route mal im Kopf zusammengerechnet. Zack, aber jetzt erstmal wieder auf dieses kleine Dingelchen hier. Um unsere Abkürzung hier wieder zu nehmen. Man kennt das ja. Zack, so wieder raus. Und mit dem Eisbeam hier drauf. Zack. Und auch wieder hier diesen kleinen sicheren Weg entlang. Dann müssen wir uns nicht an den Bomber vorbeidrängeln. So. Also, ab zu den Weltraumpiraten, die hier unten auf uns warten. Zack. Und ja, hier waren wir auch noch gar nicht. Aber es wird lustig. Und ja, schön. Jo. Hier in dieser Gegend gibt es dann auch direkt ein Artefakt, welches wir noch brauchen. Und ja, die Tür, die braucht ein bisschen, denn hier hinter verbirgt sich allerhand und das will ja natürlich geladen werden. Zack, so, da ist es offen und die Kamera haben wir direkt mal ausgeschaltet schon. Schön. Jetzt noch die zwei Weltraumpiraten, die da oben rumschweben. Und die Kamera auch noch schnell. Zack. Und dann hätten wir auch dieses Gebiet schon fast gesäubert. Na, wo ist der andere? Ist der gestorben? Ja, ja, dann ist er halt gestorben. Jo, nämlich hier haben wir, hier haben wir mehr Komponenten. Ja, okay. Kraftfeld zur Sicherung des Objekts aktiviert. Dann steht da eben nicht, was sich dort runter befindet. Aber dort befindet sich der Thermalvisor. Und ja, den dürfen wir nicht einsammeln. Denn ansonsten funktioniert das, was ich nachher vorhabe, nicht mehr. Ciao! Einmal hier hoch. Zack. Aber wie gesagt, den können wir dann gleich auf dem Rückweg holen. Denn ich habe sowieso, ja, dann vor, hier gleich wieder zurückzukommen. Hey, wer schießt denn da? Oh, diese alte Schweinebacke, komm runter, dann zeig ich dir, wo der Hammer hängt. Ciao, dann kriegst du voll aufs Maul. Und ja, entschuldigt die verbale Aussprache, aber das sind Weltraumpiraten, die brauchen das so. Zack, ansonsten sind die traurig. Die verstehen es ja gar nicht anders. So, wo bist du, du kleiner Scheißer? Wo hab ich... Hä? Ach, da, da steht er. Und denkt, wir sehen ihn nicht. Ciao, erstmal abgeknallt hier. Einmal hier drauf. Zack. Dann können wir auch hier drauf. Und dann können wir dort oben direkt zur Tür. Sehr angenehm. Sparen wir uns nämlich eine ganze Treppe. Ciao. Dann haben wir das halt eben ausgelassen. Und die müssen wir, glaube ich, noch scannen, ne? Ja, mein Kleiner, ist ja gut. Ciao. Haben wir den gescannt. Schön. Den lassen wir auch noch kurz außen vor. So. Jetzt sollte gleich die Tür aufgehen. Oh, jetzt habe ich natürlich nicht getroffen. Nur wegen diesem kleinen Käfer. Ciao. Und rein hier. Ah, hier ist Party. Leute, hola, Sean. Darf ich dabei sein? Oh, wie schön. Alles hier, ja, zermetzeln. Zack, voll auf die Glocke. Schön. Dann hätten wir jetzt erstmal hier Ruhe. Oder fast. Da kam doch noch gerade ein Schuss an. Aber egal. Erstmal hier die ganzen Sachen scannen. Ich glaube, das war's auch schon. Ah, aber hier, guckt mal. Hier haben wir noch einen Energietank, den wir uns mitnehmen können. Yay! Und unsere Energie erreicht schwindelerregende Höhe. Jo. Da haben wir so einen kleinen süßen Metroid, der wartet und wartet und wartet. Ja, und der wird auch noch weiter warten, denn ich habe nicht vor, ihn da rauszuholen. Jo, zack, den auch noch direkt neutralisiert. Und dann gilt es hier wieder eine kleine Sache zu, ja, absolvieren. Nämlich einen kleinen Morphball-Fahrt. Hilfe. Zack. Und ich hasse ihn, denn man muss langsam sein. Und wenn ich irgendetwas langsam machen muss, dann kriege ich die Pimpernellen. So. Aber jetzt haben wir ihn ja. Schön. Ja. Und hier rüber. Zack. Dankeschön. Ah, schön. Einmal wieder hier hoch. Damit wir hier auch schnell wieder den Abgang machen können. Oh, daneben gesprungen. Zack. Und den dürfen wir jetzt nicht scannen, denn ansonsten machen wir auch wieder alles kaputt. Aber hier den Eintrag, den möchte ich noch mitnehmen. Ein neuer Eintrag in die Datenbank der Piraten. Ja, über die Piraten. In unsere Datenbank. Jo. Und hier auch noch. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Piraten vorgenommen. Schön. Und ich würde sagen, ich mach den Abflug. Ach Mann. Aber vorher noch diese Cutscene. Jo. Ach so, ja. Und hätten wir den Thermalvisor eben aufgesammelt, wäre dieser Durchgang, durch den wir gerade gehüpft sind, ja, der wäre dann noch verschlossen und da kämen wir dann nicht durch.
Und wenn wir ihn nicht einsammeln, ist er halt offen. Fragt mich nicht warum, aber um diesen Gang hier handelt es sich. Der würde dann aufgesprengt werden von einem Weltraumpiraten, wenn wir ihn hier scannen. Aber wenn wir ihn auch scannen, dann wird diese Tür verriegelt wieder und wir kommen nicht mehr raus. Zack! So, deswegen muss man in diesem Raum ein klein wenig vorsichtig hantieren. Ansonsten gibt es hier nämlich kein Weiterkommen mehr. Und das wäre ganz doof. Zack! Jo! Einmal hier nach oben fahren. La 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 la. Jo! Hallöchen! Zack! Da haben wir die Tür. Und da wollen wir auch geschwind, ja, rauslaufen. Und dann möchte ich doch mal etwas ausprobieren. Zack! Denn auf dieser Seite gibt es etwas Schönes. Und wie hoch ist denn das Schutzschild? Oha, ob ich so hoch springen kann? Ich weiß es nicht. Aber, ja, ausprobieren. Zack! So. Einmal hier hin. Oh, verdammt. Ich möchte das gerne nochmal probieren. Habe ich nämlich noch nie. Und ich weiß, wir würden jetzt auch ganz leicht da dran kommen. Aber ich möchte doch auch mal ohne Plasmabeam da dran kommen. Nee, so hoch kann man doch gar nicht springen. Kann man hier drauf? Nee, das geht auch nicht. Gut, dann nehmen wir mal kurz diese Tankkisten hier. Einmal noch hier drauf, damit wir noch höher stehen. So, und jetzt... Nee, so kann man knicken. Nee. Gut, nicht erreichbar, anscheinend nicht in der europäischen PAL-Version, aber soll mir auch scheißegal sein. Zack! Denn wir kommen da ganz einfach dran, indem wir das hier wegschießen. Und dann da einmal drauf schießen. Jo! Da bringen wir nämlich den ganzen Turm zum Einstürzen. Klar! Und ja, dort befindet sich ein weiteres Artefakt. Jo! Ich weiß gar nicht, wie viele uns dann noch fehlen. Aber allzu viele dürften es nicht mehr sein. Zack! Denn in der Fendranischen Eiswüste gibt es dann auf jeden Fall nur noch eins. Denn zwei haben wir jetzt hier schon. Dies ist das Artefakt der Ältesten, das dritte von insgesamt 12. Und uns fehlen nur noch 4. Jo. Und die werden wir uns auch noch geschwind holen. Zack. So, einmal jetzt hier wieder mit Hilfe des Turms rausfinden. Zack. Okay, machen wir eben links auf der Seite. So, und dann ab nach oben. Flutsch. Wollen wir die Tür direkt nehmen? Hoffentlich hält uns keiner auf. Oh, nee. Aber das ist gut, das Ding haben wir nämlich noch nicht gescannt. Und wir können es direkt mitnehmen. Hallöchen! Haben wir dich eigentlich schon? Ja, dich haben wir. Gut. Dann darfst du von uns weichen. Zack! Du auch. Und wo ist der andere? Na komm, wo ist der andere? Versteck dich nicht. Ich sehe dich eh auf der Karte. Ich sehe dich! Zack! Voll auf die Glocke. Oh nein. Die kriegen sogar extra eine Cutscene, weil die angeblich so stark sind, aber wir haben schon gegen viel stärkere gekämpft. Denn wir sollten ja hier eigentlich schon viel früher mal sein. Aber das haben wir ja versäumt, weil wir uns leider auf tragische Art und Weise verlaufen haben. Jo! War es das jetzt? Oh, noch mehr. Wollt ihr mich denn verarschen? Dann seid doch wenigstens mal ein bisschen schneller hier. Zack! Voll drauf. Da oben kommt auch noch einer angeflogen. Zack! Tja, damit hättest du nicht gerechnet. Oh, noch mehr? Wie viel dann noch? Ist ja voll übertrieben hier. Zack! Auf die Glocke. Und da oben war da auch noch einer? Nee. Cool. Wenn ich denke, da ist noch einer, dann ist keiner mehr da. Mensch. Ich war gerade so gut in Fahrt. Ciao. Zack. Einmal kurzerhand die Tür aufgeschossen, damit wir hier auch runtergehen können. Ja, und dann heißt es gleich schon wieder zurückgehen. Wir holen uns hier nur noch eine kleine Sache aus dem Raum, welche wir brauchen. Zack. Und dann gehen wir wieder zurück, denn, ja, das rendiert sich mehr. Denn wir müssen ja sowieso noch den Thermalvisor aufsammeln. Denn ohne den ist der nächste Endgegner, den wir gleich besiegen werden, vielleicht ein klein wenig problematisch. Show! Ja, der ist runtergefallen. Tut mir leid um ihn. Warum ruckelt das hier gerade so ein bisschen? Ist aber nicht gut. Mann, hoffentlich legt sich das gleich wieder. Ansonsten muss ich mal gucken, woran das liegt. Oh, da steht ja noch einer. Ihr alten Camper, steht ihr alle im Gang und wartet, bis ich da unten stehe. Aber nicht mit mir. Ach, da stehen auch noch welche. Hi! Die holen wir uns gleich. Denn dort oben, oh, seht mal, was da steht. Seht mal, was da steht. Die Supermissel. Yay! Die fehlt uns noch in unserer Sammlung. Ich will mal gucken, ob wir da jetzt schon irgendwie drankommen. Ich weiß, dass es irgendwie möglich ist. Aber ich glaube, nicht für mich. Ganz ehrlich, nicht für mich. Aber ich möchte mich doch mal kurz ein bisschen umgucken.
Oh, was soll der Geiz? Wir müssen das da unten eh aufmachen. Denn hier sind auch wieder zwei Scan-Einträge für uns dann. Das heißt, ich muss so oder so nach unten. Und nach oben müssen wir gleich auch nochmal. Jo. Hier hätten wir alles ausgelöscht. Ich glaube, einer wartet da noch. Nee. Alle sind sie weg. Gut. Dann haben wir genug Zeit, um hier noch den Rest zu scannen. Na! Ach so, hier. Ach so, nee, doch nicht. Zack. So, einmal das erstmal gescannt. Die holographische irgendwas aktiviert. Jo. Dann kriegen die Dinger mal Strom, das ist gut. Hier haben wir noch wieder einen Scan-Eintrag für uns, denn hier in der Pfendranischen Basis der Weltraumpiraten gibt es einiges, was wir scannen können. Jo. Auch nachher noch. Aber dazu ja später. Denn die andere Hälfte durchsuchen wir ein andermal. Jo. Gut, hier haben wir keinen mehr versteckt, das ist sehr nobel. Wäre auch ein klein wenig fies geworden. Aber jetzt erstmal diese Bombenmulde aktivieren. Haben wir sie eigentlich schon gescannt? Nein, haben wir nicht. Gut, ich bin ja so ein fleißiger Scanner. Zack. Und rein hier. Flutsch. Und jetzt so geil, ich bin mal ruhig. Ich liebe das ja. Wenn Elemente aus einem Spiel, ja, Einfluss auf die Musik haben, beziehungsweise ein Teil von ihr sind, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Zack, so. Und hier noch diese aktivieren. Das ist ein richtig geiler Raum hier. Ja. Komische Weltraumzeichen sind da wohl drauf. Also von den Weltraumpiraten. Es könnten natürlich auch Shoso-Zeichen sein, aber ich glaube nicht, dass die Shoso das hier gebaut haben. Ah ja, okay, ich verstehe, ja. Hochinteressant, was dort steht, aber das jetzt alles zu übersetzen, würde zu lange dauern. Nein, ich habe keine Ahnung, was da stehen soll. Natürlich nicht. Ich bin ja kein Weltraumpirat. Jo. Der Gyro-Generator. Gut, den haben wir aber schon gescannt. Oh, ich bin so fleißig manchmal, man glaubt es gar nicht. Zack. Das nimmt aber jetzt ein bisschen Zeit weg. Ich muss mich sputen. Sputen muss ich mich. So, denn wir wollen ja noch den Thermalvisor gleich auf dem Rückweg einsammeln. Zack. Schön. Ja, oder ich beende den Part ein klein wenig früher und speichere direkt hier in dem Raum. Würde sich auch anbieten. Und wir haben ein richtig geiles 3D-Hologramm aktiviert und auch die Weltraummissile haben sich ein wenig gesenkt. Tjo. Hier haben wir ganz viele Planeten, die sich um eine Sonne drehen. Planet Bilium, Masse, Kilogramm, 3,8 mal 10 hoch 24. Profil unter Quarantäne, Atmosphäre ist zu stark. Bla bla bla. Hier haben wir Talon 4. Ein neuer Eintrag, Sebes, Entschuldigung. Der Planet der, ja, Weltraumpiraten. Planetenkruste besteht überwiegend aus urtischem Erz. Dadurch bietet der Planet ideale Bedingungen zur Errichtung unterirdischer Anlagen. Als Planet der Klasse XIX... Moment, das müsste 14 sein, oder? Nee, 19. 19. Ja, genau, 19. Ist Sebes für die meisten Lebensformen als unwirklich... Unwirklich oder unwirtlich... Verdammt, ich hab's nicht gelesen. Einzustufen. Dieser Planet blieb weitestgehend unbemerkt, bis er zur Basis der Weltraumpiraten wurde. Diese Schweine. So, was haben wir da hinten noch? Planet... ist das ein D oder ein O? Domine 2. Masse, ja, Profil. Ein unbewohnbares Ödland. Wen interessiert das denn? Planet Tabula. Hey, wo haben wir denn Talon? Oder hatte ich das... Nee. Das ist wieder Sebes, oder? Nee. Lol, der sieht ja fast aus wie Sebes. Planet Talon 4. Studien des Ökosystems zeigen deutlich, dass sich Talon 4 vor dem Einschlag eines Meteoriten im biologischen Idealzustand befand. Seit dem Aufprall befindet sich die Biosphäre ausgelöst durch phazonhaltige Strahlung im Niedergang. Bei der momentanen Zerfallsgeschwindigkeit wird Talon 4 voraussichtlich binnen 25 Jahren zu einem kargen Ödland der Klasse 13 werden. Yo. Schlechte Aussichten für Talon. Dabei ist es so ein schöner Planet. Talon 4. Oh, wir müssen auf die andere Seite. War ja klar. So. Zack. Auf jeden Fall gaben Talon 4 und Sebes hier noch einen Scan-Eintrag. Deswegen, ja, muss man sich das natürlich mitnehmen. Beziehungsweise kann man es sich mitnehmen. Müssen ist ja relativ. Jo, zack. Hier noch einmal hoch. Denn wir wollen natürlich jetzt das richtige Item jetzt hier. Das, weswegen wir hier überhaupt hingekommen sind. Die Supermissile.
Zack. Richtig geil. Supermissil erhalten. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missile. Wissen wir. Beziehungsweise ich weiß es, aber man kann es sich ja denken, dass sie ein bisschen mehr kostet. Sieht natürlich im Vergleich zu den anderen Waffensystemen ein bisschen unspektakulär aus. Aber ja, sollten wir schon vor geraumer Zeit eigentlich längst erhalten haben. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal wieder den Part und im nächsten Part kümmern wir uns dann um Tardus. Ein kleines, steiniges Wesen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!